Einige Mythen werden inzwischen schon in Frage gestellt. Hier sind nun neue Forschungsdetails der Geschwister Scholl. Die Geschwister Scholl wurden zur Ikone der Auflehnung gegen das NS-Regime. Zu ihrem 80. Geburtstag werden nun neue Details bekannt, die eine differenzierte Betrachtung ermöglichen. Vor etwa 80 Jahren ermordeten die Nazis die Geschwister Scholl und Christoph Pabst von der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Viele Fakten sind erzählt und manche Legenden gesponnen worden. Forschende haben nun Originalquellen ausgewertet und stellen Mythen in Frage. Auch 80 Jahre nach ihrer Enthauptung im Strafgefängnis München-Stadelheim am 22. Februar 1943 sind die Geschwister Hans Scholl und Sophie Scholl im kollektiven Gedächtnis verankert als Leuchttürme in Sachen Standfestigkeit, Mut und Widerstand. Nun zu ihrer Jugend. Hans war 24 und Sophie 21 alt und die Brutalität des NS-Regimes, das innerhalb von 4 Tagen die Todesurteile verhängte und vollstreckte, machte sie schon ab 1946 zu Idealen. Projektionsfläche des Gedenkens an die studentische Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die anderen Mitglieder wie der ebenfalls am 22. Februar 1943 ermordete Christoph Probst sind bis heute leider weniger bekannt. Vor allem Sophie wurde über die Jahrzehnte zur Ikone, nämlich durch eine Vielzahl an Biografien, durch Filme und Social-Media-Projekte. Nach etwa 80 Jahren Erinnerungsarbeit liegt der Schluss nahe, dass die Geschichte der Geschwister Scholls alles gesagt sein müsste, doch das ist es aber nicht. Seit Mai 2021 trägt Martin Kalusche alle Originalquellen zur Weißen Rose, die er in Archiven und Nachlässen aufspüren kann, in einer Online-Datenbank zusammen. Chronologisch sortiert für jeden Tag vom 1. Januar bis zum 31. Oktober des Schicksalsjahrs 1943. Die berühmte letzte Zigarette vor der Hinrichtung hat es nie gegeben. Er kann mit manchen Legenden inzwischen aufräumen. Die berühmte letzte Zigarette vor der Hinrichtung, ist er sich sicher, hat es nie wirklich gegeben. Nichts in den minutengenauen Hinrichtungsprotokollen rund um die letzte Stunde der Geschwister Scholl und ihres Freundes Christoph Probst deute auf so eine unerwartet freundliche Geste der NS-Schergen hin. Aber es soll wenigstens gefundene Fotos von der Erschöpfung von den Geschwister Scholl geben. Auch eine andere gängige Erzählung haben die Forscher bereits hinterfragt. So habe ein Ulmer Mittelsmann die Familie Scholl vor einer bevorstehenden Enttarnung von Sophie Scholl durch die Gestapo gewarnt. Die Flugblattaktion der Geschwister Scholl war nicht überhastet, sondern lag voll in ihrem Handlungsplan. Viele Spekulationen rankten sich um die Frage, ob Inge Scholl diese Warnung telefonisch weitergegeben oder ihren damals in München weilenden Freund OITL Eicher damit beauftragt hält, die Warnung weiter gegeben. Als Eichers Tagebücher 2021 freigegeben wurden, erstellten Hockerts und Kalusche Bewegungsprofil. Wo und wie hatte Ottel Eicher den 17. und 18. Februar verbracht und welche Züge fuhren zwischen seinem Wohnort Solln und München? Ende.